Schilder, ja. Ich muss wirklich Schilder aufstellen, wenn das so weitergeht. So, das muss mal reichen jetzt. Das muss mal reichen. Was sagt denn unser Hungergefühl? Ah, okay. So, warte, und dann müssen wir, glaube ich, hier lang, ne? So. Bäh? Bäh? Macht denn das Ding da draußen? Muss man jetzt nicht verstehen, ne? Ja, das ist weg. Ah, hier, guck mal da, jetzt ergibt das schon viel mehr Sinn. Sehr gut. So, und dann brauchen wir da noch einen Shot dran. Hier so eine Luke. Und da können wir nämlich da rein schwimmen gehen. Na, du kleiner Lochfisch. So, okay, dann müssen wir doch wieder die Leiter bauen. Hier, L-Leiter, eine Leiter. So. Und dann kommt das nächste Aquarium da drauf. Fehlt uns jetzt Titan mal wieder. War ja klar. So. Sehr schön. Halt. Da lang. Hier lang. Hab ich Platz? Oh ja. Sehr gut. Wupp, 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 wupp. Ach, laber doch nicht. Guck mal, ich bin noch vollkommen satt. So. Zack. Perfekt. Was wollte ich? Titan, ne? Ist das schon alles? Oh, ey, wir kriegen nichts zusammen hier. Nimm das Ei mit. Wo waren die denn? Verdammte Scheiße, wo sind denn meine Eier? Da. Muss mal sein. Ich kam jetzt nicht drum rum. Musste einfach mal gesagt werden. So. So. Zack. So. Und noch eine Leiter. Ja. So. Das weg, das weg, das weg, das weg. So, da können die Dinger da ausgebrütet werden. Wo ist denn der Fisch? Da oben. Es nützt nichts, wir müssen wieder Titan suchen gehen, ey. Oh Mann, ey, ich bin noch wahnsinnig. Welcome aboard, Captain. So, warte mal, war das hier nicht? Hier vorne, das Dingen hier, Obwohl, das bringt uns ja auch nicht so viel. Ist das hier nicht Titan? Könnte auch Blei sein, ne? Jetzt brauchen wir Metallschrott mal wieder. Kann es nicht mal hell werden? Nein, es wird dunkel, wenn ich rausschwimmen gehe. Immer das Gleiche. Du brauchst aber keine Leiter mehr. Du kannst auch eine Luke auf der anderen Etage, aber die Leitern stehen bloß im Weg. Ja. Ich würde jetzt erstmal Leitern machen, damit man auch hochgehen kann mal, aber ist ja schon, sind ja auch schnell wieder abgebaut. Für den Anfang würde ich die Leitern jetzt mal drin lassen. Ja, ist ja gut, Schatzelein. Genau. Anstatt immer Oxygen zu sagen, würdest du besser mal sagen, da vorne liegt Blech.
Aber nein. Nix. Ah, hier. Guck mal da. Einmal. So, den noch schnell mitnehmen. So, da ist auch noch was. Prima. Sonst noch irgendwo Metall? Heavy Metal, bitte. Ja, hast ja recht, hast mich überredet. Unten eine Luke und oben eine, da kannst du rauf schwimmen. Ja, das geht auch, das stimmt. Wie viel Platz haben wir denn noch? Eins oder zwei gehen noch rein. Oh, hier. Her damit. Da liegt noch eins. Oh, Inventar voll. Na toll. So, na los. Gibt's denn auch Kreatureneier von den Riesenwalen? 30 Sekunden. Weil das wäre ja auch cool, wenn man sich so einen riesen Walfisch im Kleinformat im Aquarium halten könnte. Das fände ich geil. So, aber ich speichere mal kurz ab. Speichere mal über kurz oder lang ab. Speichere mal etwas länger ab. So, Thema erledigt. Sehr gut. Was? Ja, ich hatte das falsch gelesen. Ach so, okay. Wale und Eier, irgendwas ist doch falsch. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Kann ja nicht gehen. Die Wale haben ja gar keine Eier. Ach so, Moment. Und ich habe kein Gehirn. Ich habe vergessen, das Titan umzuwandeln. Verdammte Axt. Wir brauchen bald mal einen zweiten Fabricator, weil sonst muss ich hier bald Kilometergeld verlangen. Es ist nee. Obwohl, wer das spielt ja, Moment mal, wer das spielt ja auf einem fremden Planeten. Wer sagt denn, dass da Wale keine Eier legen? Wie lange geht's heute? Es wird nicht ganz so lange gehen heute. Aber das ist ja auch erst 9:30. Ich schätze mal so bis um 9:45, so den Dreh. Ungefähr. Weil dann komme ich ein klein bisschen früher ins Bett. Kann ein bisschen länger pennen. Das hat den Vorteil, ich bin morgen Abend fitter. Dafür kann es dann morgen Abend umso länger gehen. Und morgen ist ja bekanntlich Freitag. So. Zack. So. Und noch. Glas vergessen. Ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Halt, da lang. Sondern Alien-Riesenfische. Ja, hast ja recht. Menschens Kinder, ey. Nein, ich wollte ja gar keinen Titanbarren machen. Oder auch Arfs genannt. Ich bin auch ein Arf. Ich habe gerade einen Titanbarren gemacht statt Glas. Oh. Scheiße. Na toll. Hm. Das ist ja noch eine Kreatur, ne?
sehe ich gerade mal. Ein goldenes Ei. Tja, das Glas wird nicht reichen, ne? Habe ich so den Eindruck. Komm. Schmeiß mal alles da rein. Der ist bei 57%. Wir gehen mal mit L. Mottinger auf Tour. Vielleicht besser in die Richtung. Hatte in deinem Programm gelesen, dass Freitag 7 Days to Die dran ist. Ist das so? Ja, das ist so. Das ist so. Also, irgendjemand hat mich vor ein paar Tagen schon mal darauf angesprochen, ob es denn nicht sowas gibt wie ein Programm bei mir auf dem Stream oder bezüglich im Livestream. Und so ein bisschen scheue ich mich danach. Weil so ein Programm, wenn du ein Programm auf deinen Twitch-Channel schreibst, dann, was ist denn da dran vorbeigeflogen gerade hier, dann musst du dich auch an dieses Programm halten. Das heißt, du machst dir in dem Moment selber Druck. Ja, wenn du ein Programm hinschreibst und das nicht einhältst, ist das richtig beschissen. Das ist beschissener, wie wenn du keins hinschreibst. Und deswegen mache ich das auch immer nur sehr, sehr kurzfristig. Also es stehen maximal irgendwie 2, höchstens 3 Tage im Voraus drin. Weil ich nie weiß, was irgendwie mal abends oder so ist. Ich glaube, hier gibt es keinen Quarz. Ne? Ob sich da irgendwie was ändert oder so. Und das ist dann auch blöd, wenn man sich daran nicht halten kann. Gell? Aber unterm Player, direkt das erste Panel unterm Player heißt Programm. Da steht der Stream von heute drin und auch der von morgen. Und so auf die Art und Weise werde ich das jetzt immer machen. Ich bin aber auch noch Trailer am Basteln, die so tagsüber mal laufen werden auf Twitch. Meet Punic oder Meet Punish. Herzlich willkommen hier auf dem Channel. Was? Fallout? Ja. Kann ich gar nicht lesen. Vielen Dank fürs Folgen. Willkommen hier auf dem Channel. Ist manchmal ein bisschen chaotisch, aber trotzdem ganz lustig. Wo war ich dran? Trailer, genau. Ich bin Trailer am Basteln. In dem bisschen, was mir noch an Zeit bleibt, sozusagen. Achso, da kann ich gar nicht abbauen. Scheiße. Die werden dann so zwischendurch mal tagsüber auf Twitch laufen. Weil ich ja schon mal öfters die Vodcasts da raushaue. Auf Twitch. Und so zwischendurch wollte ich dann mal so einen Trailer schon da reinschmeißen. Da wird dann immer der aktuelle Livestream sozusagen der wird dann angeteasert für den Tag. Das wird noch ein bisschen dauern, bis das mal kommt, weil ich komme nicht dazu, die Trailer zu bauen, beziehungsweise die Teaser zu bauen. Weil ich das im Moment gerade zeitlich einfach nicht schaffe. So. Gehen wir mal ein paar Steine kloppen. Oh, Quecksilber können wir auch mal mitnehmen. Ja, wenn es so weitergeht, haben wir gleich keinen Platz mehr für Quarz, ey. Ja, komm, wir suchen jetzt mal nochmal nur Quarz. Wir brauchen Quarz. Oh, hier ist keins. Oh, was Blödes. Kein Quarz da. Hier gibt es doch nichts, wa?
Nenn doch die Motte Dr. Motte. Ja, könnte man machen. Im Moment heißt sie ja nur Blub. Weil ich so kreativ bin, habe ich sie Blub genannt. Hallo Quarz. Was ist das blöde Zeug denn jetzt? Kann ja wohl nicht sein, ne? Da! Na, endlich! Oh, da unten ist auch noch was. Sehr schön. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ach, guck mal hier, da. Hier ist wieder die Höhle von eben. Oder eine andere. Ist aber egal, weil es Quarz drin. Prima. Oh, Inventar voll. So, Motte. Nehmen wir die so lang. Und dann geht's ab nach Hause. Schon mal über einen 24-Stunden-Stream nachgedacht. Ja, schon mehrfach drüber nachgedacht. Aber 24-Stunden-Stream ist auch echt heftig. Also, mein Rekord sind, glaube ich, knapp 12 Stunden oder so. Also, ich meine, 24 Stunden zu streamen, das zu schaffen, ist eigentlich nicht das Problem. Aber ganz ehrlich, ich persönlich finde, das muss gar nicht unbedingt sein. Weil ein 24-Stunden-Stream, so bescheuert wie das auch klingen mag, das kann ganz schön gefährlich sein, weil wenn du nämlich 24 Stunden an einem Stück sitzt, wenn du Pech hast, kriegst du eine Thrombose und dann stehst du nach 24 Stunden auf und dann macht das Peng und dann liegst du da und dann streamst du nämlich nie wieder. Das wird dir die Carbo bestätigen, die weiß das nämlich auch. Das soll man nämlich nicht machen. Ansonsten müsst ihr mal mit der Carbo reden, dass die mir mal Thrombosespritzen besorgt oder so irgendwie, die kommt da vielleicht dran, dann könnte man das machen. 12 Stunden ist zu schaffen, das ist nicht das Thema. Also 12 Stunden ging es ja schon fast letzten Samstag, da ging es von abends um 7 bis morgens um 4:30, also da die 2,5 Stunden, auf die kommt es dann auch nicht mehr an. So, warte mal. Bisschen Titan machen. So, bitte keinen Titanbarren machen. Was brauchen wir noch? Glas brauchen wir noch, ne? Oder so. Kein Problem. Und ein Dauerkatheter. Bitte so oft auf Klo. Alles klar. Ja. Ich kann auch mal einen Alex fragen. Der ist ja Chemiker. Der kann mir bestimmt eine Koffeintablette zusammenrühren oder so irgendwie. So, habe ich nicht noch so ein Kreaturenei gefunden? Nee, ach, wir hatten noch eins hinten im Inventar, ne? So war das. So. Sehr schön. Nein, viermal Glas. Oh, scheiße, Mann. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Hallo. Bin wieder hochgeklettert, sowas Doofes. Guck mal da. Es pulsiert. Flump, 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 flump. Wo sind denn die anderen eigentlich? Ach, die haben sich da
Ach, guck mal hier, die Kracherfischelchen, die haben sich da um den Boden gesetzt, da. Also, verstehe. Ja, genau, hier hat man das reingeschmissen, das eine Ei. Hier, das güldene Ei. So, noch einmal Glas. Und dann holen wir noch basishalber einen Titan mit. Lalalalala. So. Zack. Okay. So, jetzt müssen wir mal überlegen hier, können wir nicht hier... Da brauchen wir noch mehr Glas für. Ach komm, ist auch egal. Brauchen wir nicht unbedingt, ne? Wir müssen nicht unbedingt noch Fenster hier reinbauen. So. Schwupp. Beetkasten. Ach, hier können wir auch noch was anpflanzen, ne? Was können wir denn hier anpflanzen? Was gibt es denn da alles? Die Eier pulsieren. Frage mich nur gerade, wessen Eier? Ja, genau. Alles klar. Dark Phoenix, vielen Dank fürs Folgen. Herzlich willkommen hier auf dem Channel. Bau dir mal bitte einen kleinen Mottenfuhrpark, wo du mehrere Motten mit unterschiedlicher Farbe und Namen hast, die dann je nach Zweck unterschiedlich ausgerüstet sind. Die Ranken. Ah ja, stimmt. Die Ranken draußen, die kann man auf jeden Fall anpflanzen. Das stimmt wohl. Komm, wir gehen uns mal eine abschnibbeln. So. Können wir die schon mal da reinpacken? So. Kann man da auch Korallen reinsetzen oder so? Wann sind denn die blöden Eier endlich fertig? Und wo ist der Lochfisch? Ach da. So. Okay. Aber der hier, der finde ich ja nach wie vor genial. Spielenhallen George Plüschtier. Ach, wir haben ja noch hier das eine Ding, ne? Das könnte man noch hier aufstellen zur Verzierung. Warte mal, das hatte ich hier irgendwo in eine der Kisten geschmissen. Aber keine Ahnung wo. Bei Elektro? Nein. Bio? Nein. Das ist auch noch so ein Rankenteil. Wo hatte ich denn das hingemacht? Hier. Den da. Masterkiller 2211004. Herzlich willkommen hier auf dem Channel. Vielen Dank fürs Folgen. Komm, wir stellen mal die Nähmaschine da auf. Besser gesagt, Probenanalysator. Klatschen wir noch da hinten auf den Stehtisch. Die klatschen wir noch hier hin. Hier vorne. Hier da. Nein. Brauch doch Schilder. Einfach am Tisch vorbeigelatscht, ne? Unglaublich, ey. So. 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 Blub. So. Kann man die Schränke nicht aufmachen? Sehr schön.
Hier könnte man auch mal, warte mal, wir bräuchten noch mal hier sowas wie ein, warte mal, wo ist das, da ist doch das Epiliergerät. So, was haben wir denn noch hier alles? Ja, jetzt ein paar Sachen haben wir ja gefunden. Hier haben wir noch so ein kleines Aquarium, das könnte man mal noch hier hinstellen. So, das ist, soll ja sehr beruhigend sein, wenn man schläft. Ja, ist ja gut. Viermal Glas, zweimal Titan, ich weiß. Müssen wir wieder jede Menge Kram farmen gehen. Schon sehr schick. Ja. Komm, wir wandeln den Mist noch um hier. Und dann müssen wir nochmal auf Tour. Es bringt ja nichts. Wir brauchen so viel Krempel. Das ist echt unglaublich, ja. Oh, das war's schon. Na toll. Wie viel haben wir denn jetzt? Zweimal Glas. Das ist nicht gerade viel. War hier noch was drin? Nö. Den Titanbarren können wir mal da drin lassen. Dann machen wir da Titan noch da rein. Und da ist nichts drin. Was haben wir hier? Das ist leer, das ist gut. Dann machen wir den restlichen Kram noch da hinten rein. Wo doch eigentlich hingehört. So, das und das und das. Dann haben wir noch Kupfer, Blei, Quecksilber und Gold. Blei. Kupfer. Gold. Wieso ist da ein Komma dabei in dem Gold? Gold mit Komma. Sehe ich ja jetzt erst. Und dann haben wir noch Quecksilber. So. Noch fast voll. Was haben wir denn hier? Ein Diamant. Wieso? Hä? Was ist denn der Diamant da drin? Der kommt doch hier rein, Jones. So. Da würde ich sagen, wir gehen nochmal auf Tour. Quarz und Schrott. Brauchen wir. Quarz und Metall. Überall Quarz und Metall. Emergency. Severe dehydration detected. Ja, das ist ja gut. Ey, komm. Upsala. Da war was im Weg. So, her mit den Melonen. Na. So, zack. Thema erledigt. Wozu habe ich eigentlich die Kartoffeln angebaut? Wenn ich sie nie esse. So, auf geht's.